Ja, hallo zusammen. Neue Folge Let's Play World of Tanks. Und wie ihr seht, habe ich mir etwas Neues gegönnt. Und zwar den AT-15A. Der war gerade in der Rabattaktion. Deswegen habe ich da gleich zugeschlagen. Die, die mir jetzt schon länger zuschauen, die wissen, dass ich da anfällig bin dafür. Was soll man dazu sagen? Schauen wir mal einfach mal kurz ins Datenblatt. Es ist ein Tier 7 TD der Briten. Zeichnet sich durch eine recht hohe Schussfolge aus und durch auch eine sehr gute Frontpanzerung. Ansonsten, ja, den Preis hübschester Panzer bekommt er wohl nicht, aber sei es drum. Ich habe jetzt gerade Tarnung Camouflage plus Tarnnetz hier draufgeschmissen. Alles andere ist noch, muss noch. Ich habe auch erst eine 75% Crew, weil die ist mir dann doch zu teuer, mir gleich nur 100% zu holen. Also die erfahre ich mir dann doch lieber ein. Und ja, schauen wir mal, ob ich euch ein bisschen was zeigen kann. So, wir haben Ruinberg. Tier 7, 6, 5 Gefecht, das ist doch prinzipiell schon mal super. Teams sind recht ausgeglichen, also von dem her gibt es nichts zu meckern. So. In die Stadt werde ich jetzt weniger fahren. Ich werde jetzt wahrscheinlich mich so da hier zu den Häusern begeben und hoffen, dass da irgendwas rüberkommt. Ein Gegnerteam ist schon auch ein Tock. Auch der ist gerade in der Aktion. Wird man wahrscheinlich auch wieder öfter sehen. Und ja, wer gerade aufgepasst hat, hat auch gesehen. Auch da war ich wieder, musste ich auch zuschlagen. Ja. Also ihr seht, 20 km/h, Gun Depression, schauen wir mal, ist eigentlich ganz ordentlich. Und er hat einen super Richtbereich. Für einen TD mit statischem Turm ist der klasse. Also da gibt es nichts zu meckern. Ich bleibe jetzt mal hier stehen. Oh, Leopard. So, die ersten beiden sind von uns schon weg in der Stadt. Der A43 soll es einfach mal kommen lassen. Ach, so, da, so knapp daneben. Mensch. Ja, da habe ich mich hier auf die Häuser konzentriert. Vielleicht war da auch noch ein Gegner drin. Stadt schaut ganz schlecht mittlerweile aus. Lassen sich gut einschießen. Sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Und wir müssen jetzt auch mal drücken, um die Stadt zu unterstützen. Wir sind zwar nicht so viele. Jetzt hat der Gegner meines Erachtens ein bisschen den Fehler gemacht. Wir haben als zu sehr gewollt, dass da irgendwie was gekillt wird. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Angriff. Schade, dass jetzt da der A44 scheinbar nicht wirken konnte auf den AMX. So, da hat man doch gleich mal die Panzerung getestet. So, und die AK von hinten sogar. Ich hoffe, dass der A44 jetzt sich um den Churchill kümmert. Das sind sonst zu viele Baustellen. Jo, sehr gut.
Ich werde jetzt mal Richtung Jagdpanther fahren. Der Leopard lässt mich hoffentlich in Ruhe. Ja, sieht ganz so aus, warum auch immer. Und der Jagdpanther jetzt auch? Was ist denn jetzt los? Naja, gut. Wenn er meint. Wir haben hier. Ja. Alles klar. Auch so kann mal ein Kill zustande kommen, indem man meint, der Gegner will gar nicht auf mich schießen. Leopard. Danke, A44. Du bist hier der Fahrdienst. So, da hinten ist ein Tock. Auch noch die Damage-Pinata, aber da ist nicht mehr viel zum rausholen. Deswegen fahre ich jetzt hier mal weiter. Schau, ob ich da vorne noch was zu Gesicht bekomme. Müsste ja eigentlich noch Grille und VK, könnte sein, dass er AFK ist. So, Iso wird mich gleich überholen. Ja, also ein Rennpferd ist der AT15 nicht. AT15A. Aber man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja auch noch... was wollte ich sagen? Ach, dass er ja natürlich sehr stark gepanzert ist. Und außerdem hat er noch keine Crew. So, noch mit 10 HP den letzten Kill gemacht. War doch eine ordentliche Runde, war jetzt zwar nichts Aufregendes, nichts Berauschendes, aber war okay. So, schauen wir mal rein. Teamschaden. Ja, da bin ich im soliden Mittelfeld. War zu erwarten, dass ich da mich nicht höher einordne. Der A44 hat einen guten Job gemacht. Vielen Dank. Ansonsten, der Rest hat so ein bisschen, ja, ist hier unten abgefallen, aber das auch auf jeden Fall verschmerzenswert. Es hat rausgegeben 41.000 unterm Strich, das finde ich sehr beachtlich. Das finde ich gut, also dafür, dass der Schaden noch nicht so hoch war. Wirklich okay. Wir haben, ich meine, Treffer halten, zwei Stück. Potenzial erhaltener Schaden 480, und was ich eben da wahnsinnig gut fand, dass ich einen von hinten bekommen habe und gebounced bin, also da muss ich auf jeden Fall nochmal weiter testen. Ja, ansonsten für mich, klar, Richtschütze, überlegen als Abzeichen zweiter Klasse, das war jetzt auch nicht so schwierig. Panzerbrecher, ja, Trefferquote 85%, das macht halt die Gun auf jeden Fall den Unterschied. Und ich glaube doch, dass der Panzer ganz sinnig und ganz gut ist. Also ich werde den auf jeden Fall öfters jetzt mal spielen. Mal schauen, ob es danach noch ein weiteres Let's Play irgendwann gibt. Ich muss ja hier mal ein bisschen weiterkommen mit den Panzern. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat gefallen und wünsche euch allen wieder weiterhin selber viel Spaß. Ciao, ciao.